Coronavirus, was ist das, denkt sich die Wall Street und hat bislang erfolgreich alles ignoriert, was da ein bisschen problematischer werden könnte. Aber irgendwo hört auch für die Wall Street der Spaß auf, nämlich dann, wenn es an die sogenannten MAGA-Aktien geht. Dann wird nämlich auch die Wall Street nervös und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Was versteckt sich hinter diesem Begriff MAGA? Microsoft, Amazon, Google, Apple. Man könnte vielleicht auch noch Facebook dazu zählen. Also die großen Dickfische, die großen US-Tech-Aktien, die so immens dominant sind, auch durch ETFs. Die Logik funktioniert ja so, die Megatech-Aktien steigen, dadurch steigt ihre Marktgewichtung in den ETFs, dadurch werden die von den ETFs immer stärker gewichtet und jeder, der irgendwie ETFs kauft, oder die, bei den allermeisten ETFs ist das der Fall, sind eben diese MAGA-Aktien sehr, sehr stark gewichtet. Und heute kam die Meldung, dass die Federal Trade Commission, das ist praktisch eine Art Monopolbehörde, die untersucht, ob manche Unternehmen eine zu dominante Stellung haben, praktisch eine Kartellbehörde, könnte man sagen. Und die will jetzt sich anschauen, was Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft so getan haben in den Jahren 2010 bis Ende 2019, ob sie also Akquisitionen getätigt haben, die letztendlich dazu dienten, eine Monopolstellung aufzubauen. Und das ist durchaus gefährlich, denn es könnte am Ende eines solchen Prozesses eine Aufspaltung dieser Unternehmen stehen, indem man sagt, okay, wir müssen die Monopole zerschlagen, wie die Amerikaner das ja schon mit den großen Ölkonzernen einst gemacht haben. Also das ist durchaus in der amerikanischen Geschichte ein bisschen verankert. Und wenn wir uns anschauen, wie diese MAGA-Aktien gelaufen sind, dann sehen wir, dass mit diesen MAGA-Aktien der S&P 500 jetzt seit etwa einem Jahr 25% gewonnen hat, würde man den S&P 500, diesen Leitindex, gleichgewichten, Equal Weight S&P 500, dann sehen wir, das ist doch deutlich zurückbleibend hier. Der gleichgewichtete S&P 500, der wäre 8% tiefer, wenn es diese MAGA-Aktien nicht gäbe, die mit ihrem immensen Volumen, mit ihrer Marktkapitalisierung, mit ihrem Gewicht dadurch in den Indizes eben die Märkte mit nach oben gezogen haben. Wir sehen zum Beispiel hier alleine zwei Aktien, nämlich Apple und Microsoft, die etwa für 10% des S&P 500 sorgen, mithin also 10% Gewichtung haben. Das gab es nicht mal in der Dotcom-Bubble. Damals war es General Electric und Microsoft, die eine ähnliche Gewichtung hatten. Also das sind durchaus neue Rekorde. Und das hat auch dazu geführt, dass die Wall Street, die amerikanischen Aktienindizes insgesamt so stark outperformen den Rest der Welt wie eben seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und das ist jetzt sozusagen ein neues Risiko jenseits des Coronavirus, den die Wall Street, wie gesagt, nicht so wirklich ernst nimmt. Aber eine solche Geschichte, das muss man ernst nehmen. Das wird möglicherweise dann nicht mehr so ganz an den US-Aktienmärkten vorbeigehen. Das ist jetzt vielleicht das Thema, das an der Wall Street gespielt wird. Wir sehen, dass wir natürlich extreme Werte hatten. Wir waren jetzt 17%, über 17% über dem 200-Tages-Durchschnitt beim Nasdaq 100 hier als Triple Q, dieses ETF, das den Nasdaq abbildet. Dementsprechend war auch mal die Zeit vielleicht ein bisschen reif, hier ein bisschen auszuschnaufen. Die US-Indizes an Fibonacci-Levels angekommen, der Nasdaq 62,8er Retracement, auch der S&P 500 bei 3370 doch eine Zielzone erreicht. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wir haben heute Jerome Powell gesehen. Der hat sich geäußert und hat eigentlich wieder nichts gesagt. Geldpolitik appropriate ist angemessen, heißt nichts anderes als, wir werden nichts tun in nächster Zeit, es sei denn, der Ausblick verändert sich. Das könnte passieren durch das Coronavirus, das Powell und die Fed offenkundig sehr ernst nehmen. Insgesamt sehen wir, dass in den letzten 12 Monaten so viel Liquidität durch die Fed bereitgestellt wurde, wie in den letzten 50 Jahren nicht mehr, auch in Relation zum Gesamtmarkt. Dementsprechend müsste Donald Trump eigentlich hochzufrieden sein mit Jerome Powell, ist er aber nicht, hat hier gleich dann einen Tweet abgesetzt, als Jerome Powell sein Testimony heute vor dem US-Senat und US-Kongress-Wirtschaftsausschuss gestartet hat, da war noch alles gut, war der Daumen plus und dann ist er ins Minus gedreht. Andere Länder, aber vor allem Deutschland,
Die zahlen gar keine Zinsen, wenn sie Schulden machen. Das wollen wir auch. We are more prime. Wir sind eigentlich mit besserer Bonität ausgestattet. Naja, Donald, da musst du mal genau nachschauen. Deutschland ist AAA. Da gibt es nichts mehr drüber. Die Amerikaner sind das nicht mehr. Und kein Wunder, wenn man über 23 Billionen Schulden hat. Jedenfalls die Aufforderung von Donald Trump an Jerome Powell, senkt die Zinsen. Der Dollar ist zu stark. Der war auch heute wirklich wieder stark. Der Euro mit dem tiefsten Stand seit fast 4,5 Jahren. Dann noch ein Tweet auch von Donald Trump gegen Bloomberg, dem er hier einen totalen Rassismus vorwirft. Der wurde dann allerdings gelöscht. Schauen wir uns noch an, was vielleicht relevant ist in Sachen Coronavirus. Da haben wir, oder bleiben wir erstmal bei Lagarde, Christine Lagarde, die anders als Jerome Powell, der ja faktisch wieder mal geleugnet hat, was da am Repo-Markt los ist. Ja, wir werden wohl bis Mitte des Jahres da aktiv sein. Dann dürfte die Liquidität ausreichend sein, damit der Repo-Markt wieder von alleine laufen kann. Wer es glaubt, wird selig. Da seien ein paar Geldströme nicht mehr geflossen, weiß man nicht so genau, hat Powell gesagt. Ist natürlich alles Quatsch. Er wird wohl wissen, was da der Fall war. Christine Lagarde jedenfalls, ausnahmsweise mal ein positives Beispiel, die gesagt hat, ja, wir wissen genau, dass unsere ultralaxe Geldpolitik die Sparer schwer trifft und die Aktienmärkte nach oben treibt. Aha, man kann es also auch durchaus zugeben. Lagarde jedenfalls hat es heute getan. Wir sehen insgesamt nach wie vor aufgrund des Coronavirus abstürzende Baltic Dry Index, hier oben der Baltic Dry und unten der Baltic Capesize. Weiterhin im freien Fall, Coronavirus, da ist China und vor allem Xi Jinping offenkundig bemüht, hier Ruhe reinzubringen, die Sache immer weiter runterzukochen. Nach inoffiziellen Angaben hat Xi Jinping in einer Sitzung am 3. Februar dem Politbüro gesagt, ja, wir müssen mit der Wirtschaft aufpassen, dass die uns nicht absäuft. Dementsprechend versucht man jetzt die ganze Geschichte runterzudimmen, hat aber möglicherweise jetzt das Risiko, dass wenn irgendwann die Firmen wieder arbeiten, dass dann die Infektionen maßgeblich zunehmen. Und wir wissen ja, was auf diesem Kreuzfahrtschiff da passiert ist, wo innerhalb eines Tages sich 60 Leute anstecken. Das zeigt, wie infektiös dieses Coronavirus zu sein scheint. Das ist schon erstaunlich. Wir sehen, dass auf der anderen Seite zwar hier der Baltic Dry Index abstürzt, aber der DAX fast auf Sicht oder praktisch heute auf Allzeithoch war. Das ist so eine kleine Divergenz, die möglicherweise erklärungsbedürftig ist. Schauen wir uns mal an, was das alles in den Charts heute gemacht hat. Wir sehen hier den Nasdaq 100. Da waren wir bei der 9600er Marke. Jetzt ist noch nicht viel passiert. Wir kommen ein bisschen runter. Aber das dürfte ein Belastungsfaktor sein für diese Maga-Aktien. Denn das ist ja letztendlich immer doch ein Risiko, dass irgendwann rauskommt, okay, wir müssen da leider was gegen die Monopolstellung tun und man muss ja auch was tun. Es ist unglaublich, wie dominant diese US-Tech-Konzerne sind. Wir sehen den S&P 500, der bei 3.300 knapp 68 derzeit handelt und der deutsche Leitindex, der zwischenzeitlich versucht hat, sogar in Richtung 13.700 zu laufen, jetzt bei 13.646. Coronavirus, das war scheinbar gestern. Wir sehen Euro-Dollar, der sich ein bisschen erholen kann. Wir waren heute schon unter der 1,09er-Marke, also Dollarstärke da auf breitester Front. Das hat auch Gold ein bisschen beeindruckt, 1.565, die Charts von Capital.com und das amerikanische Crude Oil. Das hält sich so knapp über der 50er-Marke auch nach wie vor eben nicht nur Baltic Dry Index, sondern die Rohstoffe zeigen an, oh, da kommt etwas Ungemach auf uns zu. China will und braucht schlichtweg derzeit weniger Rohstoffe und es ist nicht absehbar, wann die ganze Geschichte sich ändert. Also, wir haben jetzt ein neues Motiv im Markt. Mal sehen, wie die Amerikaner damit umgehen, ob auch das wieder beiseite gewischt wird. Man sich sagt, naja, egal. Das Problem mit diesen Maga-Aktien war, sie haben die Märkte maßgeblich nach oben gezogen. Wenn da aber ein Problemchen auftaucht, dann könnten sie die Märkte auch maßgeblich mit nach unten ziehen. Wir werden sehen, wie es kommt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und ciao.